So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Midnight Hunt Set Booster in Englisch, glaube ich. In Englisch, ja. Gucken wir uns mal an. Ich habe die tatsächlich damals eine ganze lange Zeit lang sehr, sehr viel in Deutsch aufgemacht, weil ich die Minigames gesucht habe. Wie bekloppt. Ihr wisst, Adventure of Forgotten Realms und Innistrad waren so meine absoluten Nemesis. Wir haben ein Us mit X und X plus 1. Cool. Dann haben wir, Teferi. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Kriegen wir den Teferi raus? Kriegen wir Teferi raus? Ah, stimmt. Hier waren ja diese dunklen Sümpfe drin und diese Schwarz-Weiß-Länder. Die waren sehr cool. Auch wenn der Sumpf der hässlichste war, weil dieses Lila sieht einfach strange aus. Hedge Witch Mask. Ein weißes Mana, die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1 und kann nicht geblockt werden mit einer Kreatur mit Stärke 4 oder mehr für 2 Mana equippen. Okay. Ritual Guardian. 3 Mana 3, 2 mit Coven oder Köven oder ich habe es damals schon nicht aussprechen können. Ich nenne es einfach Coven. Und zu Beginn des Combats, wenn man Kreaturen kontrolliert mit 3 unterschiedlichen Stärke-Symbolen, also 3, 2, 1 zum Beispiel, kriegt der Lifelink bis Mendes Zuges. Dann haben wir Harvest Tide Century, 203, 1 und auch mit Coven und dann kann die nicht geblockt werden bei Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger. Dann haben wir ein 2 Mana 1, 1 der, wenn er ins Spiel kommt, der plus 1, 1 Mark auf eine Kreatur legt. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen damals mit diesem Coven, einfach nur weil er ein 1, 1 ist, der eine andere Kreatur eben auf eine andere Zahl boosten konnte. Phantom Carriage, 6 Mana, 4, 4 fliegend, wenn der ins Spiel kommt, ist so man direkt nach einer Karte mit Flashback oder Disturbed. Und legen sie in den Friedhof. Die waren nicht so geil. Und dann haben wir einen Rootcoil Creeper. 2 Mana, ein blaues, ein grünes, 2-2. Tappen für Mana beliebiger Farbe. Tappen für 2 Mana können wir aber nur für Karten aus dem Friedhof benutzen. Und für ein blaues, ein grünes Tappen exilen wir den und bringen eine Karte aus dem Flashback zurück auf die Hand. Das ist eine coole Kombo. So, dann haben wir eine Karte mit Flashback im Blau-Grün. Winterthorn Blessing. Ein blaues, ein grünes. Wir legen plus 1 Marke auf eine Kreatur. Tappen eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Diese Kreaturen tappt nicht, wenn du sie zusammensequenzt. Mit 3 Mana Flashback. Und ein Lunarch Veteran. 1 Mana 1-1. Immer wenn eine Kreatur in der Eurotron-Spielwelt kommt, kriegen wir ein Leben. Mit Disturb für 2 Mana können wir diese Seite dann aus dem Friedhof casten, die genau dasselbe tut, nur wenn sie das Spiel verlässt, wird sie exiliert mit Spirit. Sehr, sehr cool, gerade für die Life-Gain-Decks ist das einfach ein besserer Human Cleric, der ein Leben gibt, wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt. Zwar nur unter eurer Kontrolle, aber das ist egal. Dann haben wir ein Baneblade Scoundrel. 4 Mana, 4-3 und immer wenn der geblockt wird, kriegt jede Kreatur, die ihn blockt, -1/-1. Sehr, sehr schönes Artwork. Und wir haben die Nightbound-Seite, Baneclaw Marauder, 5-4, kriegt dasselbe Effekt, mit der Gegnerkreatur -1/-1. Und immer wenn eine Kreatur, die den geblockt hat, stirbt, verliert der Beherrscher ein Leben. Stark. Die ist richtig stark. Und dann haben wir eine Catilda Dawnheart Prime. Ein grünes, ein weißes, 1-1, Schutz vor Werwölfen. Und Human-Kreaturen, also Menschen, haben Tappen für Mana beliebiger Farbe. Also von der Kreaturenfarbe, die diese Kreatur hat. So ist es richtig. Und für 6 Mana Tappen legen wir +1/+1 Mana auf jede Kreatur. Unsere Foil ist Stormkirk Blood Thief. Dieser komische Vampire Rogue, der hier einfach so runter sich schwingt. Wunderschönes Artwork mit diesem Rot. Ich weiß nicht, wie krass ihr das in der Kamera sieht, aber dieses Schwarz-Rot, das ist super schönes Artwork. 3 Mana 2-2 zu Beginn des Endsteps, wenn er Gegner Leben verloren hat, legt den +1/+1 Mark auf den. Davon hätte ich gerne ein Artwork oder eine Matte. Richtig cool. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, I'm Black Seed. Ciao, ciao.